Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Grages. Vielen Dank für die Einladung heute. Schön, dass wir in einer kleinen Gruppe heute Nachmittag zusammengekommen sind. Und ja, ich kann nur unterstützen, lassen Sie uns diskutieren, sprechen. Das ist jetzt wirklich keine Frontalveranstaltung, wenn es um die Biomimikdaten geht. Und deswegen denke ich, mache ich es mal so. Ich stelle jetzt mal an alle Teilnehmer die Frage, wer führt primäre Stent-Implantationen als Therapie für die SFA-Interventionen durch? Einfach mal in den Raum gestellt, ob das sozusagen eine Therapieoption, First-Line-Therapieoption für SFA sind oder abhängig sind von gewissen Voraussetzungen. Michael, willst du vielleicht anfangen, wie deine Strategie ist in der SFA-Poplitea? Danke. Also primäre Stentimplantation machen wir in der Tat noch, nicht mehr so häufig wie früher, aber machen wir in der Tat noch. Sie sind in Deutsch, ne? Ist richtig, oder? Wir sind in Deutsch, genau. Wir können gerne Englisch machen, kein Problem. Also in der Tat, wir versuchen schon, wo es auch Sinn macht, ne, wo es jetzt nicht super verkalkt ist, wo es jetzt nicht super komplex ist, das Ganze mit Atherektomien zu lösen. Aber es gibt halt natürlich auch den Patienten, wo die Stentimplantation doch eine ganz sinnvolle Sache ist. Und dann machen wir das natürlich auch noch als primäre Therapieform, ja klar. Okay. Gibt es andere Konzepte, die vorgestellt werden, vielleicht hier als kleinen Impulsgeber ganz anders ranzugehen? Ich weiß nicht, wie es zum Beispiel in Halle gemacht wird. Machen Sie direkt einen Stent-PTA nach Standardballonangioplastie oder wie ist Ihre Strategie? Wir machen sicherlich von der Morphologie der einzelnen Verschlüsse abhängig und auch von der Länge noch. Versuchen schon, entweder mit dem Laser was zu machen oder eben auch die Stentimplantation. Sicherlich als Kombination aus den Stents und den anderen zur Verfügung stehenden Ballons und so weiter und so fort. Aber Stents machen wir auch noch ziemlich viele und auch langstreckig, wobei wir jetzt gerade in letzter Zeit wegen der Rückläufer, die dann doch nach relativ kurzer Zeit schon mitunter da sind, wieder einige Bypässe gemacht haben. Und auch nach wie vor gibt es eigentlich keinen Grund, so richtig komplett dieses Verfahren nicht an die Auszubildenden weiterzugeben in allen Formen, die es da gibt. Also sprich, Restenosen meinten Sie jetzt oder Restenosen, Refachverschlüsse? ja. Ja, genau. Okay. Ja, gut. Ja, gut, ist ja vielleicht ein ganz gutes Stichwort, dass man vielleicht über ein Konzept spricht, das möglicherweise hinsichtlich von Restenosen ein bisschen Optionen zeigt, bessere Daten zeigt. Und deswegen würde ich Sie gerne einmal kurz über das Mimics klinische Programm updaten und die neuen Daten, insbesondere aus dem aktuellen Registry, vorstellen. Ich denke, die meisten kennen inzwischen das Konzept des Biomimic-Stents, das Swirling Flow-Prinzip beinhaltet, bedingt durch die Konfiguration des Stents, in dem lange und kurze Stents Streben miteinander verbunden sind und dann entsprechend diese helikale Struktur zustande kommt. Das System wird als Pin- und Pulssystem freigesetzt, ist bis zu 150 mm in der Länge verfügbar. Sie sehen auf der rechten Seite einmal, ups, Entschuldigung, war jetzt zu schnell, dargestellt, wie der Stent sich darstellt, wenn er implantiert ist. Das heißt, Sie jetzt gerade nichts. du siehst nichts? Sie teilen gerade nicht, glaube ich. Ich teile nicht, ja, das ist schlecht. Wenn ich nicht austeile, ist schlecht. Dann sollte ich das mal tun. Danke für den Hinweis. Dann nochmal. Jetzt aber, oder? Noch nicht, aber jetzt. Jetzt sehen wir es. Genau. Okay, dann neues. Sehr gut. Also, hier die Stand-Konfiguration. Ich denke, die meisten sind inzwischen gut vertraut mit der helikalen Centerline dieses Stands. Auf der rechten Seite einmal dargestellt, wie der Stand in der distalen SFA sich darstellt nach Implantation. Das heißt, er behält schon seine typische Konfiguration bei, auch in einem hier ein bisschen verkalkten Gefäß, um eben durch die helikale Struktur des Swirling Flow-Prinzip, auf das gehe ich gleich ein, noch ein bisschen genauer einzunehmen. Ja, dieses Prinzip des Swirling Flows ja, ist ein relativ physiologisches Prinzip, welches wir insbesondere aus den großen Gefäßen, wie hier einmal dargestellt, im Aortenbogen darstellen, kennen. Dieser Swirling Flow erhöht den ja, Wand-Shear-Stress.
und damit die vermehrte Produktion von Stickstoffmonoxid, welches bekanntermaßen ja antiproliferativ wirkt, das heißt der Restenose entgegenwirkt. Und dieses Prinzip sozusagen einer langen SFA dann aufgebürdet wird durch diese Stand-Konfiguration, um letztendlich damit der Restenose etwas entgegenzusetzen. Interessantes Prinzip gibt es bis dato nur in diesem Stand. Aber klar, man muss natürlich schon fordern, dass diese Hypothese dann auch mit klinischen Daten belegt wird. Hier sehen Sie nochmal im Vergleich, wie sich der Swirling Flow in dem helikalen Stand im Modell darstellt im Vergleich zu einem Standard-Stand, einem Straight-Stand hier, durch eben diese Konfiguration des Stands, dann eben auch die turbulente Situation, insbesondere in den Kurvaturen und damit eben die vermehrte Freisetzung von antiproliferativen Substanzen. Ja, das zum einen, was das Prinzip des Flussmodells dieses Stents anbetrifft, aber auf der anderen Seite, und das ist, denke ich, schon das Wichtige, und da können wir nachher auch ein bisschen drüber diskutieren oder werfen Sie gerne Ihre Argumente ein, dass wir heutzutage wesentlich mehr die mechanische Situation von Stents beurteilen hinsichtlich ihrer biomechanischen Auswirkungen auf die Gefäßsituation, insbesondere in gelenknahen Bereichen. Und wir wissen durchaus, dass insbesondere alte Stents der ersten Generation, vielleicht auch der zweiten Generation, durch eine verminderte axiale Flexibilität dem Gefäß extrem viel physikalischen Stress aufgebürdet haben, was dann durchaus zu den Stentfrakturen geführt hat oder letztendlich dann auch zur Restenose. Das heißt, Biomimetik ist so das Stichwort, was heutzutage zustande kommt. Wir kennen das auch aus einem anderen Stand-Modell natürlich. Aber auch hier muss man dann natürlich auch klar fordern, dass diese Theorie des biomechanischen Verbesserungspotenzials eines solchen Stands klinische auch Auswirkungen hat und eine Korrelation mit einer verbesserten Offenheitsrate dann auch gegeben ist. Und Sie sehen hier in diesem schönen Bild in der Mitte den Vergleich zwischen einem Straight Stand und einem Tubular und dem Swirling Flow Stand, wie der Straight Stand sozusagen der Arteria poplitea hier bei fehlender Flexibilität axial eine gewisse Problematik aufbürdet und dadurch natürlich auch, und das ist ja bekannt, in gewissen Bereichen dann zu Stenoseinduktion führen kann. Das klinische Programm, was entsprechend zur Validierung für diesen Stand aufgesetzt wurde, setzt sich aus einer First-in-Man-Studie zusammen. Die ist schon lange publiziert, möchte jetzt gar nicht auch so viel darauf eingehen. Spannend ist dann vielmehr eine direkte RCT, die sich angeschlossen hat in 8 deutschen Zentren. Dann eine typische IDE-Studie in den USA, Japan und Deutschland durchgeführt, bis letztendlich hin zum MIMICS 3D-Register, wo ich dann heute insbesondere darauf eingehen möchte, und parallel dazu laufen in der ähnliche Programme jetzt in den USA mit einem prospektiven Register mit fast 500 Einschlüssen, die geplant sind, und das Gleiche dann auch Physician initiiert, also als IIT klassisch. Das heißt, 1750 plus ein paar mehr Patienten in Studien. Ich denke, das ist eine robuste Datenlage, die damit erreicht werden kann. Lassen Sie uns beginnen mit der randomisierten Studie. Thomas Zeller hat die geleitet, die Studie. Inzwischen gibt es 24 Monatsdaten. Das Interessante an dieser Studie, und das ist ja sozusagen Proof of Concept konzipiert, des Biomimetic Stands im Vergleich zum Standard Tubularen Stand. Hier in dem Fall darf man ja offen drüber reden, der Lifestand von Barth. Sie sehen die Offenheitsraten im Vergleich, 24 Monate, die Primary Patency 72% im Vergleich, deutlich besser, signifikant als der Lifestand, und Freedom from Clinical Driven TLA ebenfalls signifikant besser im Zeitraum 12 bis 24 Monate. Und wenn man insbesondere auf die Kaplan-Meier-Kurve auf der rechten Seite mal schaut, ich habe leider keine Maus, mit der ich drauf zeigen kann, dann sieht man schon, dass insbesondere zwischen dem ersten und zweiten Jahr das Niveau der Offenheitsrate klar gleich bleibt.
Das ist so ein bisschen der Hinweis schon darauf, dass das Prinzip des Learning Flows sicherlich anhält, ja, und dass es nicht Kurzeffekte sind, die letztendlich zur verbesserten Aufenthaltsrate führt. Ganz klar ist natürlich dann auch, dass in den USA eine Zulassung dann angestrebt wurde. Das ist dann in Form der IDE-Studie dann durchgeführt. Hier waren die Studienleiter Timothy Sullivan, Thomas Seller und Japan, Herr Nakamura. Und natürlich auch CoreLab adjudicated und natürlich auch, was CoreLab adjudication anbetrifft, mit der Frage Stentfrakturen. Ich denke, das ist auch etwas ganz Wichtiges, wenn es darum geht, in gelenknahen Bereichen hier über die Stents und ja, deren Einflusssituation auf die axiale Flexibilität zu überprüfen, ob es dann nicht doch eben zu Stentfrakturen kommt. Und da erinnern wir uns ja an wirklich alte Generationsstents, wo wir das gesehen haben. Wenn man sich das ein bisschen anschaut, genauer, was die Baseline-Angiographie anbetrifft, hier in den 271 Patienten, einmal hier zusammengefasst, vielleicht nur mal angedeutet, die Läsionslänge ist jetzt nicht super eindrucksvoll, aber ist natürlich für so eine IDE-Studie typisch 81 mm, 8 cm, aber durchaus in 30% der Fälle auch komplette Verschlüsse und durchaus auch in fast der Hälfte der Patienten moderate oder schwere Kalzifikation. Also ein bisschen Real Life, wenn man das vielleicht so diplomatisch sagen darf, ist hier gegeben, aber ich denke, typisch für eine entsprechende IDE-Studie. Wir sehen hier die Stented Segment Length, letztendlich 112 mm sind es dann geworden, die mit dem Stent versorgt worden sind. Diameterstenose nach Stent, CoreLab adjudicated, klar, auf 12% runter. Technischer Erfolg und Erfolg des Pin-and-Pull-Systems, Device Success jeweils 100%. Was den Safety Endpoint anbetrifft, ein Composite aus mehreren Faktoren, typischerweise typische Adverse Events Faktoren, wurde ganz klar das Performance-Ziel erreicht hier mit 99,6%. Also gab jetzt hinsichtlich der Sicherheitsendpunkte nichts zu vermerken. Was den Effektivitätsendpunkt anbetrifft, primäre Offenheitsrate nach 12 Monaten für, wie gesagt, 112 mm, 73,1%. Können wir gleich gerne darüber diskutieren, ob das aus Ihrer Sicht ausreichend ist. Der Effektivitätsendpunkt ist, basierend auf dem vorher definierten Performance-Ziel, allemal erreicht worden. Hier sehen Sie die Kaplan-Meier-Kurve in Bezug auf Freiheit von einer Reintervention inzwischen nach 3 Jahren. Die Daten sind noch gar nicht so lange her, dass sie publiziert oder gezeigt worden sind. 81%, können wir auch gerne drüber reden. Und hier nochmal klar der Hinweis, nochmal zwischen ersten oder nach dem ersten Jahr anhaltende Offenheitsrate, fast keine Veränderungen im zweiten und dritten Jahr letztendlich, was die Clinical Driven TLA anbetrifft. Zusammengefasst, erstes Jahr 89%, zweites Jahr 84%, drittes Jahr 81%. Wenn man sich das in Subgruppen anschaut, insbesondere fragt man sich ja dann, ja, Real World so ein bisschen, gerade bei doch deutlichen Kalzifikationen, und Piakowski hat es ja gerade so ein bisschen angedeutet, was Kalzifikationsstrategien anbetrifft, hat der Stent keine signifikanten Unterschiede gezeigt, wenn die Läsion wenig verkalkt war oder deutlich verkalkt war, auch wenn die absoluten Zahlen ein bisschen Divergenz natürlich zeigen, signifikant war es nicht. Auch die Läsionsanalyse, komplette Verschluss versus nur Stenosebehandlung, kein signifikanter Unterschied. Wie gesagt, 30% der Läsionen waren komplette CTOs, aber hier ebenfalls kein signifikanter Unterschied. Bei den CTOs 76% Offenheitsrate. Auch, Entschuldigung, wenn die Läsionen in unterschiedliche Längen aufgeteilt werden, wurden kleiner 65 bis 100 und größer 100 mm kein signifikanter Unterschied letztendlich, was die Offenheitsraten anbetrifft. In der ersten Terzile 82%, in der dritten Terzile 77%, also kaum
Unterschied. Also letztendlich für eine ADD-Studie denke ich ganz gut. 81% Freedom from Clinical Driven TLR nach 3 Jahren. Gibt es jetzt nicht so viele Studien mit Stents, die das gezeigt haben. Ob man das jetzt wirklich direkt gleich mit DCBs oder so PERA, so einer Head-to-Head-indirekten Analyse vergleichen kann, weiß ich nicht. Das sollte man, glaube ich, mit Vorsicht betreiben. Aber ich denke, sehr gute Daten, die letztendlich ermutigend sind, dann eben auch ein prospektives All-Comers-Register zu organisieren. Und das würde ich Ihnen jetzt gerne noch einmal kurz vorstellen und mich gleichzeitig auch bedanken bei den Zentren, die wirklich ganz toll hier eingeschlossen haben, in 43 Zentren. Frankfurt war einer der Führenden, die hier eingeführt haben. Das, ganz herzlichen Dank nochmal an dich, Michael. Wie gesagt, mit 43 Zentren, 507 Patienten wurden eingeschlossen. Mit auch einer gewissen Adjudizierung, mit einem Clinical Event Committee, die entsprechende Komplikationen sich angeschaut haben. Und geplant ist, diese Patienten, die dort eingeschlossen worden sind, für 3 Jahre nachzuverfolgen. Und die 2-Jahres-Daten darf ich Ihnen heute vorstellen. Ja, was die typischen Interventionserfolgsdaten anbetrifft, technischer Success, Procedure Success ist hier alles aufgeführt, ist, denke ich, jetzt weniger interessant. Endpunktdaten zeige ich Ihnen jetzt gleich. Hier aber die Demografien von diesen 507 Patienten. Patienten, die, glaube ich, wirklich aus der Mitte des Alltags auch eingeschlossen worden sind. Viele Patienten, Rutherford 3, das war sozusagen die Majorität, aber eben auch Patienten mit kritischer Extremitätenischämie 4, 5, bisschen mehr als 20% immerhin. Aber ganz klar natürlich auch die Claudikanten. Also die Claudikanten sind immer noch diejenigen, die am meisten interveniert werden. Diabetes war relativ häufig vertreten mit knapp 37%. Reflektiert, denke ich, auch so ein bisschen den Alltag und die Realität. Somit, denke ich, gute Real-World-Daten. Ja. Die Baseline-Lesion-Charakteristics, ja, im Vergleich eben zur IDE-Studie haben wir hier wesentlich längere Läsionen natürlich zur Kenntnis genommen. Die Lesion-Length hier mit 127 mm signifikant länger als in der IDE-Studie. Kalzifikationsgrad, auch komplexe Läsionen, komplexe Kalzifikationen hier deutlich mehr als in der IDE-Studie. Zugelassen waren, das hatte ich bis jetzt noch nicht gesagt, in dem Registry die komplette SFA und das P1-Segment. Die meisten Stents sind in der mittleren und distalen SFA implantiert worden. Ja, hier noch ein paar Daten zu den einzelnen Prozeduren. Stented Segment Length insgesamt dann bei knapp 131 mm zum Schluss geworden. Technischer Success, also ist nicht viel zu rapportieren. Das waren eine Handvoll Fälle, wo bei CTOs es irgendwie ein frustrierendes Rekanalisationsmanöver gab. Da ist es dann letztendlich nicht geglückt, aber ansonsten technischer Success überall erfolgreich gewesen. Es gab jetzt keine Device-related Complication, die zu vermelden sind. Interessant, da möchte ich darauf hinweisen, ist so ein bisschen, können wir auch gerne diskutieren, dass immerhin in 50% der Fälle Drug-Eluting-Ballon-Angioplastien entweder vorher oder hinterher verwendet wurden. Trotz, dass auch viele Kalzifikationen eingeschlossen worden sind, aber nur in 7,5% der Fälle eine Atherektomie. Finde ich wenig, muss ich sagen. Können wir auch gerne gleich darüber diskutieren, ob das im Alltag doch mehr ist, hier vielleicht nur einfach nicht eingeschlossen worden ist. Aber sicherlich bemerkenswert. Aber bemerkenswert, und das scheint dann schon die Realität zu sein, dass viel, viel mit Drug-Eluting-Ballons gemacht worden ist. Wenn Sie sich jetzt hier einmal nochmal die verschiedenen Mimik-Studien anschauen, sehen Sie bei der RCT, also mit dem Live-Stent im Vergleich, die Läsionslänge am kürzesten, die IDE-Studie schon etwas länger und eben hier in dem Registry Real-World-Bedingungen, kränkere Patienten, längere und komplexere Läsionen und interessanterweise eben, wie gesagt, mit 50% Drug-Coated Balloon Angioplastie. Da es zu diesem Zeitpunkt noch keinen Sirolimus-Ballon gab, wo die Patienten eingeschlossen worden sind, sind die alle mit Paclitaxel gemacht worden. Freedom from Loss of Primary Stent Patency hier gezeigt. Das erinnert sehr, sehr an die Kurve, die wir von der IDE-Studie gesehen haben, muss ich sagen.
Letztendlich im zweiten Jahr kaum Abfall, nur sehr wenig Abfall und wenige Prozent, was die Kaplan-Meier-Analyse anbetrifft. Wie gesagt, die Analyse läuft noch, insbesondere was das dritte Jahr anbetrifft. Es ist noch nicht ganz komplett alles, sodass man hier sicherlich noch von Interim-Daten reden kann. Aber ich denke, für ein All-Commerce-Register mit 365 Tagen Freedom from Loss of Prime Stamp Patency von 87,7% zu reden, denke ich, ist nicht schlecht. Hier nochmal zusammengefasst, erstes Jahr 88%, zweites Jahr 76%. Hier Freedom from Clinical Driven Target Lesion Revascularization einmal dargestellt. Eine Sekunde, wir können ja in dem Moment hier schon mal einsteigen mit der Diskussion. Ja, wie ist die Meinung so im, was letztendlich diese Läsionslänge anbetrifft, Revaskulationsrate? Aus Halle haben wir gerade gehört, dass viele Restenosen, Rethrombosen auch gesehen worden sind, dann Bypässe gemacht worden sind. Haben Sie irgendwie den Eindruck, dass es verschiedene Generationen von Stents gibt, die verschiedene Offenheitsraten bieten? Ich würde mal sagen, das eine ist sicherlich die Landezone, wo man bleibt und natürlich auch die Stent-Geometrie an sich. Ich hatte das jetzt vorhin in meiner Antwort nicht unbedingt auf die Biomimic-Stents bezogen, weil mit denen haben wir eigentlich schon recht gute Erfahrungen. Dass das Stentende am Übergang P1, P2 ist sicherlich für die gerade straight sind, eine ziemlich kritische Stelle, weil genau die diese Mechanik eben nicht mitmachen. Sowohl, dass sich der Stent etwas verkürzen kann durch seine Geometrie, als auch, dass er von vornherein eine andere Strömung natürlich ermöglicht. Ich denke schon, dass das die Zahlen auch dann erklärt, warum die besser funktionieren. Mhm. Inwiefern dann an dieser Stelle die Kombination mit einem Drug-Coated Balloon dann noch wesentlich bessere Zahlen oder auch einen Einfluss hat, das müsste man dann halt sehen, wie sich das bei größeren Fallzahlen oder auch bei längerer Beobachtungszeit dann darstellt. Da bin ich gespannt drauf. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Michael, vielleicht kannst du kommentieren. Kombinierst du viel mit DCBs den Stent? Ist das so ein bisschen eure Altersstrategie? Ja, zu dem Zeitpunkt schon. Ne? Das ist ja natürlich auch schon eine Weile her, dass wir die da eingeschlossen haben. Das hat auch, nachdem wir gesehen haben, dass es auch ohne ganz gut funktioniert, sind wir da auch ein bisschen zurückgetreten, machen das jetzt bei sehr, sehr langen Läsionen jetzt nur noch und bei so häufigen Restenose oder so ganz kritischen Stellen, wo es immer wieder zu einer Restenose kommt, da sind wir dann auch ein bisschen großzügiger. Was ganz interessant war, in der Mimics 2 hat man ja ganz gut gesehen, dass dieser Loss of Patency oder Freedom from TLA, der dann quasi ausbleibt nach zwei Jahren, das ist ja etwas, was quasi in jeder DCB-Studie dann schon ist, dass es dann hinten immer weiter runtergeht, weil der Drogeneffekt immer weiter weg ist. Und dass das dann ausbleibt, ist ja dann doch schon auch ein Zeichen dafür, dass irgendwie auch dieses Konzept mit diesem Swirling Flow doch irgendwie funktioniert. Und was man immer nicht ganz vergessen darf, ist die Drops der Patency oder die Targeted Lesion Revaskularisation im ersten Jahr. Das hat so viele Gründe. Das hat häufig noch nicht mal was mit dem Therapiekonzept als solchem zu tun, sondern es gibt so viele Gründe, warum wir Rehverschlüsse haben. Ne? Ich habe Patienten, die haben eine Clopidogrel-Resistenz, andere haben plötzlich irgendwie Heparin-Antikörper. Also anhand schon dem, was im ersten Jahr passiert, Schlussfolgerungen zu ziehen, ist, finde ich, immer sehr, sehr mutig, um zu sagen, das Konzept funktioniert oder funktioniert nicht. Deswegen, ist es manchmal so im Verlauf. Wir sehen ja unsere Patienten relativ eng, relativ lange. Und ich habe halt Patienten, die kommen nach 4, 5 Jahren und haben immer noch ein relativ gutes Konzept und also ein relativ gutes Ergebnis. Und es gibt Patienten, die quarzen weiter und haben nach einem halben Jahr schon wieder ihre Probleme oder nehmen ihre Pillen nicht. Ne? Also es ist, da gibt es viele Einflussfaktoren. Ne? Aber von den Ergebnissen der Daten, ne, also das, warum das jetzt hier gerade auseinandergeht nach zwei Jahren so ein bisschen, aber ich glaube, das ist nicht signifikant. Ich glaube, das hat auch noch andere Gründe, was Länge angeht. Ich weiß, das müsste man vielleicht nochmal in Detail angucken. Ne?
Genau, da sind wir gerade dabei. Aber das sind ganz wichtige Hinweise, denke ich. Das ist genau der Punkt, dass wir im zweiten Jahr, und ich sage es mal unter uns hier, das dritte Jahr zeigt tendenziell die gleiche Richtung an, wahrscheinlich das Konzept schon wirken sehen. Ja? Und das ist vielleicht auch der Grund, warum gerade in der Kombination mit DCB oder ohne DCB kein Unterschied auch eben zu sehen ist. Ja. Das sind natürlich multifaktorielle Einflüsse, die wir auch teilweise gar nicht so in einem Registry alle nachvollziehen können. Eine klare Antwort habe ich definitiv nicht, warum wir zwischen der DCB und der Nicht-DCB-Kombinationsgruppe keinen Unterschied sehen. Also wenn jemand eine Hypothese hat, gerne vorstellen. Es gibt viele Spekulationen, aber eine klare Antwort, warum eben hier mit DCB, ohne DCB nichts an Unterschied zu sehen ist, gibt es derzeit eben nicht. Ja. Und hier laufen natürlich noch weitere Analysen. Wir sind jetzt gerade dabei, das noch in unterschiedliche Längen Analysen durchzuführen. Risk-Profile-Analyse, sprich, ist ein Unterschied zwischen CLI-Patient oder einem Claudikanten zu sehen, Diabetes versus Non-Diabetes in dieser Analyse hier. Also eine multivariante Adjustierung durchzuführen. Aber das ist alles noch zu früh, das ist alles Interim, das ist das, was wir im Moment eben zeigen können. Ja. Diese direkten, indirekten Darstellungen, ich bin da nicht so der ganz der Fan von, aber um das einfach mal zu zeigen, wie es eben mit anderen Studien aussieht, die im gleichen Registerbereich gearbeitet haben, sei es jetzt Supera, Silver PTX oder Eduvia, insbesondere Silver PTX und Eduvia, da ist eben kein Unterschied da. Da kann man gerne mal drüber diskutieren, ob sozusagen jetzt man hieraus Schlüsse ziehen würden zwischen einem non-coated Stent versus einem coated Stent. Ja, für sich da eine entsprechende Interpretation rauszuziehen. Ich finde diese indirekten Darstellungen ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ist nicht ganz wissenschaftlich sauber, aber es zeigt so ein bisschen, dass es eben keinen Unterschied gibt und dass wahrscheinlich das Swirling Flow im Endeffekt den gleichen Wirkmechanismus erreichen kann wie ein Drug-Eluting Stent. Das kann man gerne, muss jeder, glaube ich, für sich selber beantworten. In Zusammenschau für dieses Register kann ich sagen, es hat sehr schön die Realität wiedergespiegelt, denke ich. Wir haben viele CLI-Patienten drin gehabt. Wie gesagt, die Subgruppenanalysen laufen alle jetzt entsprechend. Die Pakitaxel-Diskussion, warum jetzt da kein Unterschied zu sehen ist, laufen noch. Ich hoffe, dass wir die zum Ende des Jahres haben. Wir sind gerade ganz intensiv dran, dies zu analysieren. Und ich denke, dass wir zum Ende des Jahres auch die 3-Jahres-Daten soweit haben, um dann hier letztendlich da auch was dann letztendlich zu sagen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sorry für die letzten Slides, die nicht ganz funktioniert haben. War wahrscheinlich Swirling Flow Effekt, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Ja. Aber die Frage, die ich nochmal gerne stellen wollte, wie gesagt, Läsionspräparation war jetzt hier nicht so viel in dem Register. Ich hatte jetzt nur die Atherektomie aufgeführt, aber auch andere Devices, Scoring war nicht viel, muss man sagen. Ja, ich weiß nicht, wie Ihre Meinung ist, gerade in Kalzifikation, wie Ihre Strategie ist. Stand first oder eher Atherektomie oder Lesion Preparation und dann DCB und dann Bailout Stand? Ich glaube, jemand hatte vorhin Laser gesagt, er würde viel mit Laser arbeiten, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer es war. Ja, ich war das aus Halle. Okay. Prinzipiell ist es so, dass wir den Laser nehmen, wenn wir dort einfach nur den Zugang schaffen wollen, um dorthin zu kommen bzw. durchzukommen. Aber an sich würden wir dann primär den Stent verwenden und haben bisher eigentlich an dieser Stelle, gerade weil ich die eben doch ziemlich vulnerabel finde, gar nicht so viel nachgearbeitet und keine anderen Devices dann noch benutzt, um dort zusätzlich noch, weiß ich nicht, 1, 2, 3% draufzulegen, sondern haben das dann primär gestentet und nichts weiter gemacht. Okay. Dr. Nasif, wie ist es bei Ihnen? Wie machen Sie es strategisch? Also ja, also auch genauso der Morphologie abhängig von der Stent, also Interdektomie, Tawok oder sowas habe ich nicht. Wir gehen initial mit dem Stent. Ich habe jetzt die Erfahrung, die 3 Jahre als Klinik und Praxis
die Patienten regelmäßig so eng kontrollieren. Ich habe sehr, gute Öffnungsrate des Stent, was wir jetzt benutzen von Medtronic, Eva Flex Stent, die Segment SFA zur Popliteal B1, aber dann von B1 zu B2 zur Berastent, genauso um die 80-81% Öffnungsrate, wie die Statistik veröffentlicht ist. Ich denke, mit Adduktomie, mit dem Rotations ist kein großer Unterschied, ob es initiales Stenting oder ich habe keine Erfahrung, da kann ich nichts dazu sagen. Weiß es nicht, wie das mal hier der Team dabei, die Kollegen, was meinen die? Ja, es gibt noch nicht so viele Daten dazu, muss man ja einfach letztendlich sagen, was die Kombinationstherapie anbetrifft. Die kommen jetzt alle, teilweise läuft das ja. Auch für Laser gibt es jetzt nicht so viele Kombinationsdaten, das fehlt alles noch. Ja, da muss, denke ich, Philips auch noch ein bisschen nachlegen, was diese Daten anbetrifft. Bin ich gespannt, ja. Muss man letztendlich sagen. Aber was so ein bisschen das Thema ist natürlich, das kann man jetzt kontrovers diskutieren, alle reden davon natürlich, Bailout-Stent, nur noch die Läsions zu behandeln, die übrig geblieben ist nach Atherektomie, DCB, versus zum Beispiel Koen de Loos aus Belgien, mit dem hatte ich letzte Woche ein Webinar, der sagte, er macht lieber lange Stents rein. Ja, er ist absoluter Stent-Fan, sodass wir schon unterschiedliche Konzepte jetzt schon haben, wenn es gerade um lange Läsionen geht. Ja. Da bin ich gespannt, wo die Richtung hingeht. Langer Stent versus Läsionspräparation DCB, kurzer Stent. Ja. Wie ist es in Frankfurt? Seid ihr eher so auf der Bailout-Stent-Strategie oder doch dann eher für lange Stents? Ja, ich bin auch eher der lieber kurz und vielleicht einer mehr und da, wo er gebraucht wird, anstatt ein ganz langer. Natürlich ist das auch nur so eine gefühlte Wahrheit. Das macht es, wenn es dann wieder zugeht, vielleicht auch noch ein bisschen schwieriger, wieder aufzumachen. Was natürlich interessant ist, das Konzept dieses helikalen Stents halt auf einer langen Läsion verglichen mit einer nur vielleicht kurz angeständeten Läsion zu sehen. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was nochmal einer interessanten Analyse vielleicht bedarf, auch aus dem Register. Ne? Wir haben zum Beispiel ins Register auch Patienten eingeschlossen, die wir zwar langstreckig behandelt haben, aber dann halt relativ kurz, in Anführungsstrichen, dann nur fokal gestentet haben, also einen Abschnitt. Und haben damit auch ganz gute Erfolge gehabt, aber die Frage ist halt, wie es halt wäre, man halt doch dann doch langstreckig behandelt mit solchen Stents und zwar nicht nur als Bailout, sondern auch als Versuch der Verhinderung der Reproliferation der Hyperplasie. Ne? Das ist etwas, das ist auch noch nicht richtig beantwortet. Ne? Ja, gebe ich dir recht. Und da kommt natürlich der Punkt noch dazu, wenn wir jetzt dann sehr kurze Stents nehmen, nur kommt dieser Swirling Flow ausreichend dann zum Tragen. Ja, ich denke, deswegen ist der kürzeste Stent auch 60 mm lang. Ich glaube, ein 40 mm Stent, der wird wahrscheinlich kein Swirling Flow erreichen, ja, oder nur wenig Swirling Flow erreichen. Ist der dann protektiv? Ja, das wissen wir alles nicht. Ja. Das sind die Fragen, die wir beantworten müssen. Ob das Register kann, weiß ich nicht. Das wird sich zeigen. Glaube ich eher noch nicht. Das wird noch weitere Daten bedürfen, insbesondere was die Kombinationstherapien anbetrifft. Ja. Offene Frage, die sicherlich auch ist, das war auch nicht in dem Register in den Einschlusskriterien, ist die Arteria poplitea. Sie sind ja alle jetzt sehr erfahren, was den Mimic-Stent anbetrifft. Implantieren Sie den Mimic natürlich off-label ins P2-Segment, P3-Segment? Ist das etwas, was Sie machen würden, anstatt einem Supera, um das einfach mal zu fragen? Aus Halle? Ja, machen wir. Und das auch eigentlich ganz gut von unseren Erfolgsraten, was wir damit sehen. Jetzt den direkten Vergleich mit Supera muss ich ein bisschen schuldig bleiben. Kann man ja auch, also entweder man entscheidet sich für den einen oder den anderen, aber rein von der Mechanik her und von der Vorstellung, wie er funktioniert und was er mit dem Gefäß eigentlich anstellt, ist mir das immer noch sympathischer mit dem Biomimics als ein Stent dort reinzustopfen, der das Ganze
ja doch schon mechanisch noch zusätzlich beansprucht und dann bis ins Beugesegment reingeht. Also da vertraue ich einfach mal dem Stand hier wesentlich mehr. Mhm. Mhm. Es ist noch eine Frage bezüglich der B3-Segment und manchmal geht mit Sobera bis zum Truncus tibiofibularis hinein. Mit dem Biomimex, mit Durchmesser, haben die Möglichkeit nicht oder wie sieht dann das aus? Also weil die Durchmesser, die kleinste Biomimex, wir haben keine Erfahrung noch bei Biomimex, aber mit Sobera kann man bis weit hinein, bis zum Truncus reinkommen und ohne Problem. Weil wir haben noch 4,5 Durchmesser von Sobera Stent. Ja, also vielleicht fange ich mir an mit einer Antwort. Also den 4,5 mm Sobera Stent, da bin ich sehr zurückhaltend, muss ich sagen. Auch was die Daten anbetrifft, sind die Offenheitsraten für einen 4,5er Sobera, ja, um es diplomatisch zu sagen, nicht so gut. Ja, man muss, ich weiß nicht, wie die Erfahrungen woanders sind. Also machen wir nicht, muss ich sagen. Wie viele Durchmesser gehen Sie? Mit welchen Durchmesser gehen Sie dann? Meistens unterschätzen wir ja sowieso den Diameter, auch in diesem Bereich. Wenn man da einen Ivus reinstecken würde, kommt man locker auf einen Millimeter mehr. Also dass ich auch nicht so ein großes Problem habe, einen 5,5er da rein zu tun bis ins P3. Überhaupt nicht. Ein 4,5er ist zu klein. Ja. Und dann kann man natürlich auch sagen, gut, dass man direkt ein 5er Biomimik da reinsteckt, ja, oder sogar ein 6er, je nachdem, wie es sich darstellt. Ne. Ja. Ich weiß nicht, wie es die anderen sehen. 4,5er Supera? Ja, ich sehe das ähnlich. Also alles, was ich an 4,5er Supera sehe, geht irgendwann zu, also eher als später. Und die dann rauszufischen, ist dann immer ein bisschen aufwendig, aber auch das funktioniert. Letztlich ist dann, entweder machst du einen größeren Supera rein oder halt was anderes, was in diesem Beugesegment ganz gut ankommt. Und ich habe mal das Problem, dass wenn du dann eine 85, 90-jährige alte Dame hast mit relativ kleinen Gefäßen, da hilft dann auch der Ivus nicht, das Gefäß größer zu rechnen. Da muss dann schon irgendein Stand rein, der erstens flexibel genug ist und zweitens ausreichend Offenheit bietet oder eine Sektionsfixierung und aber trotzdem nicht irgendwie dieses kleine Dämchen mit einem riesen Bonbon-Stand dann versorgt. Ne? Also von daher mache ich das immer schon ganz gerne mit einem 5er Biomimics bis darunter ins P3, vielleicht sogar ein bisschen überlappenden Traktus. Das mache ich schon ganz gerne. Ne? Ja. Ja, ich glaube, das ist dann auch die Aufforderung an Varian, da mal eine entsprechende Studie aufzulegen, damit da auch mal was zu halten. Bitte? Eine kurze Frage. Delatieren Sie vorher mit 5er Ballon oder mit 4er und gehen Sie mit 5? Das hängt ein bisschen ab vom Gefäß, ne? Wie das so aussieht, wie das so reagiert. Ne? Wenn das super verkalkt ist, dann muss man da doch schon ein bisschen kräftiger sein. Und guckt dann, was übrig bleibt. Also es hängt immer ein bisschen davon ab. Ne? So ein richtiges Schema F kann man dafür gar nicht irgendwie sagen. Ne? Das ist... Okay, danke. Ist individuell, ja, das stimmt. Ne? Genau. Gut. Ja, gibt es noch Fragen, Anmerkungen? Jo, sieht nicht da aus. Ich denke... War eine interessante Diskussion auch. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir die Daten in dieser halbstündigen Session, die wir jetzt gerade ein bisschen überzogen haben, auch vorstellen konnten. Frau Grages, ich übergebe mal an Sie. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Lichtenberg. Sehr spannend, sehr interessant. Zwischenzeitlich haben sich auch noch Dr. Rückert und Dr. Kröger zugeschaltet. Vielen Dank, das freut uns. Freut uns sehr. Wir von Varian finden die Diskussion natürlich immer sehr interessant, insbesondere wenn es darum geht, wie behandeln wir lange Läsionen. Leave nothing behind ist ja immer ein großes Thema und ist das wirklich realistisch oder am Ende des Tages, was ist das beste Therapiekonzept da? Was ich sagen kann, P3 ist ein wichtiges Thema für Varian. Wir sind dabei, etwas vorzubereiten, weil da natürlich unsere Indikation noch fehlt und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir da arbeiten. Es freut mich, auch wenn ich das offiziell natürlich nicht sagen kann, dass Biomimics gut im P3-Segment funktioniert. Es sind wichtige Erfahrungen für uns und ich denke, im P3-Segment ist ja auch mal die wichtige Frage, wo endet der Stent distal und was passiert in der Bewegung mit dem Stent? Ja, vielen Dank
an alle Teilnehmer, auch für ihre Geduld und dafür, dass sie ihren Feierabend mit uns zumindest zum Teil verbracht haben. Heute Abend vielen Dank, Dr. Lichtenberg, für die sehr ausführliche und sehr interessante Darstellung der klinischen Daten. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und würde mich freuen, wenn Sie uns bei unserer nächsten Veranstaltung wieder beehren würden. Dankeschön von Verian. Vielen Dank. Schönen Abend. Alles Gute. Ja. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Schönen Abend. Alles Gute.